Also wenn ich es seriös machen würde, dann wäre ich kompetitiv recht weit vorne. Mhm. Das ist nicht mein Ziel. Okay. Mein Ziel ist nicht, an den Kleister gehen oder einfach an einen Wettkampf beiziehen und jetzt voll gib ihm, weil da komme ich in den Flow rein von vorne, wo ich als Athlet hatte. Ich habe nicht aufgehört, um noch nach der Karriere noch weiter einen Wettkampf einfach ambitioniert hineingehen. Ich gehe motiviert rein und ich schaue es immer wieder als Erlebnis an. Und ich habe das letzte Jahr dürfen erleben, ich habe Preis da mitgemacht, es hat mir gefallen, es hat Spass gemacht. Kurze Rede, es ist einfach zu viel schwimmen. Sie müssen einfach zu viel schwimmen. Und für mich schwimmen ist ein Problem. Und ein Problem, weil ich das nicht, die Skills habe ich nicht, ich bin mir nicht, ich habe die Zeit auch nicht, weil du musst Zeit nehmen. Das ist 80% ist Technik. Das habe ich mir herausgefunden. Ich habe schon den einen oder anderen Schwimmkurs absolviert, für die Technik ein bisschen zu bekommen. Ich schaue es jetzt an, ich sage es jetzt eine Bergetappe. Aha. Du kannst es ein bisschen so schauen, flache Etappe, Bergetappe, okay. Und kopierte Etappen. Ich glaube, es ist klar auch, ja, eine Bergetappe ist irgendwie gleich gerne gefahren, aber erst wenn du oben am Ober bist, beim Schwimmen ist so, wenn du im Ziel bist, ja, hast du so, hast eigentlich, also, wenn ich das erste Mal in Rorschach die 500 Meter geschwommen habe, hast du für mich so den Tag gelaufen gewesen, gewusst, hey, die grösste Schwierigkeit ist durch. Und dann war alles eigentlich ein Geniessen jetzt für mich. Und wenn du eine Bergetappe hast und es geht 20 km beim Start rauf und oben bist, hast du gewusst, du hast den grössten, härtesten Brocken absolviert. Und dann ist es im mentalen Bereich einfach einfacher können durchzustehen. Darum bin ich froh, dass die Schwimmer in den Plus kommen. Okay. Gut. Jetzt tun wir mal dich einfach heben. Hinten nichts machen mit den Beinen, Kopf ins Wasser rein, ganz entspannt. Die Schultern einmal so heben, dass sich hinten die Beine lupfen. Den Kopf noch ein bisschen mehr runter, Kopf runter. Mach ein Holzkreuz. Bebel. Arm grad. Jawohl, so ist gut. Jawohl, so. Das ist es, das ist die Grundeinstellung, schwimmen bitte. Das ist es, nochmal machen. Jawohl, schau das an. Er lernt schon. Und dann kommt der neue Trick mit der Hand. Tun einfach die Hand so ins Wasser, genau. Ganz locker. Weil deine Schultern haben ständige Spannung drin voran. Du bist da, wieder ganz so, oder? Die, was ich wollte, ist nur Plotsch. Plotsch. Okay? Also, Position aufbauen. Genau. Ganz genau so. Bravo. Das ist es. Er lernt dich gut. Was ist der Unterschied vom offenen Wasserschwimmen zum Poolschwimmen? Offene Wasserschwimmen ist immer wieder eine Thematik von der Navigation. Man muss wissen, wo man anschwimmt, wo ist die nächste Boje. Offene Wasser hat man viel einen raucheren Stil, das heisst, hohen Ellbogen und all diese Geschichten ist relativiert. Man muss einfach Arm vorher schmeißen und dann sauber ziehen können. Das heisst, das ganze Spiel rund um den Schwimmstil relativiert sich, vor allem auch wegen dem Schwimmstart. Dort musst du einfach können an diesen Füßen dranbleiben. Das ist ein Kraftakt. Das heisst, Schwimmen ist eigentlich vielfach in zwei Disziplinen unterteilt. Der erste Teil ist, können im Schwimmstart mitgehen, die Beine können heben und nachher umschalten auf effizient Schwimmen mit einer eigenständigen Navigation. Das ist vor allem wichtig, dass man das halt im Pool lernt. Immer wieder Head Up, Kopf all, dritten Zug rauf. Selten machen die Athleten Sätze, wo man sagt, alle 200 Meter, wo man schwimmt, jeder dritte Zug, Kopf oben. Das wird fast nicht gemacht. Immer Kopf unten und dann müssen sie im offenen Gewässer schwimmen und finden dann eigentlich nicht die nächste Boje. Gut, jetzt eben zur Frage, was kann man vom Schwimmen schon mitnehmen fürs Laufen und fürs Velofahren? Vielleicht aus Trainingssicht jetzt mal her. Kann man irgendetwas trainieren im Wasser, wo man noch mitnehmen kann, aufs Laufen? Und Velofahren sind das völlig komplett. Das ist völlig anders. Das Schwimmen macht eigentlich das Laufen kaputt und macht eigentlich auch das Velofahren kaputt, kann man so sagen. Es kostet Energie und trotzdem musst du dabei bleiben. Das heisst, im Schwimmen geht es darum, dass man effizient schwimmt, dass man das Tempo findet, wo man Maximum schwimmen kann, sodass man dabei ist und trotzdem nicht zu viel Körner vergeben hat, eigentlich auf dem Velofahren und beim Säckeln. Wir machen im Schwimmkanal machen wir am 20. Mai einen Test, wo man die Effizienz über Atemgas
mit verschiedenen Neopren messen. Und dann kann man zum Beispiel sagen, okay, mit dem Anzug so, mit dem Anzug so. Und so gibt es also Unterschied über 3,8 Kilometer bis 8 Minuten Unterschied, wo der eine Anzug schneller ist als der andere. Und wenn man das nicht weiss, hat man mit einem schlechteren Anzug 8 Minuten mehr Energie müssen bringen, um gleich schnell zu schwimmen. Okay. Was gibt es für technische Details, die du vielleicht einfach so kannst erklären, wo den Schwimmen dann erleichtern, wo man Kraft sparen kann? Eine gute Atmung ist sehr wichtig. Haben wir heute jetzt gesehen, bei den drei Siegern von Cancellara da gekommen ist, die eine Frau hat einfach sehr eine hohe Kadenz und schmeißt eigentlich die Arme vorne und zieht dann gerade Luft mit hinten. Das heisst, sie schafft über Kadenz. Es sind so mehr die Läufertypen, die Athleten, die einen extrem hohen Motor haben, die verstehen nicht, was es heisst, effizient zu schwimmen. Sie müssen es gar nicht, weil sie können einfach die Arme vorne schmeißen und durchziehen und sind trotzdem noch schnell. Also, das ist also der Punkt, dass man halt lernt, effizient zu schwimmen. Okay. Ja. Jaira findet der Dreizahl in einem Meer statt und jetzt im Bodensee, also in Rorschach, in einem See. Gibt es da einen Unterschied zum Meer, zum See, Salzwasser, Süßwasser? Ja, es sind grosse Unterschiede. Im Meer hast du natürlich noch so Bewegungen drinnen. So. Das hast du normalerweise im See nicht. Da gehen die Wellen auf und runter. Das Wasser steht, sollte eigentlich stillstehen. Im Meer hast du Verschiebungen. Das ist einmal das eine. Plötzlich bist du irgendwie 10 Meter weiter rein, weil es einfach das Meer einfach schaukelt. Und im Meer, das Gute ist, im Meer ist eine schöne Sicht. Du siehst wirklich und du hast ein bisschen mehr Auftrieb. Und gerade bei den langen Rennen habe ich am Schluss immer noch einen Schluck zwei Wasser getrunken und habe dann gerade ein bisschen Salz gegeben, was du sowieso brauchst. Okay, jetzt noch eine letzte Frage. Wir sind im Schwimmkanal. Was wird hier eigentlich alles testen? Was können da die Schwimmer alles testen? Schwimmkanal geht vor allem mal um Technik. Das, was du dir vorstellst, wie du schwimmst, kann man nachher genau auf einem Video anschauen. Und dann versteht man eigentlich, was ist und was ist Vorstellung. Und das sind zwei Bilder, die man aneinander anbringen muss. Das ist mal das Erste. Dann im Schwimmkanal kann man Tests machen. Man kann eben Neopren testen, man kann Speedsuits testen, man kann Laktattest machen, Spiroergometrie-Test. Das ist wichtig. Im Schwimmkanal kannst du mit einem vorgegebenen Pace kannst du schwimmen. Das heisst, nicht du bestimmst das Tempo, sondern es ist wie ein Laufband. Das Tempo wird vorgegeben. Und du musst das abschwimmen. Das heisst, du musst einfach dranbleiben. Und im Schwimmkanal kann man vor allem noch Overspeed-Training machen. Das heisst, du kannst schneller schwimmen lernen, als du eigentlich kannst. Okay.